Ich weiß jetzt, wo der Fehler in der letzten Folge lag. Ihr habt euch da vielleicht schon längst an den Kopf gefasst, aber nochmal kurz aufgerollt, ich habe das als 5 gelesen, das X, das ist doch natürlich die 10. Hab mir alles richtig aufgeschrieben, aber jetzt passt das und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Kingdom Come Deliverance. Eigentlich wollte ich das ja auch noch in der Pause machen, aber ich wollte euch mal kurz sagen, wo es gehapert hat und dass ich da noch drauf gekommen bin. So, also die 5 war die erste, die abgelegt werden kann. 5, 6, 8. Die 6 ist echt gut. Das ist die 11. Jetzt muss ich mir die auch nochmal angucken. Jetzt habe ich es mir wieder falsch aufgeschrieben. Das ist nicht die 6, das ist die 11. Ich, doof. Ja, die habe ich schon. Mann. Ich ändere das mal kurz in die Notizen, aber ey, kann nicht wahr sein. So, die kann weg. Das ist die 12, das ist nicht die 7. Auch nicht die 8 oder so. Aber die bleibt sowieso. Hier, das ist die 13 und nicht die 8. Mann, ey. Jetzt passt da wieder. Die 16 ist dann der kaputte Baum, die 17 ist dann das Haus und die 20... habe ich hier noch gar nicht aufgeschrieben, weil die kann auch noch weg. Haben wir erst vor kurzem gefunden. Also 5, 11, 13. Kommst du her? 5, die 11 und die 13. 16, 17, 20. 16, 17, 20. Genau. So. Fein. Kann ich meine Aufzeichnung auch weglegen? Und was machen wir jetzt? Wir könnten nochmal lesen. Ist ja noch hell. Ah, hier ist offen. Er pechelt wieder. Nicht wieder im Napf. Oh. Das ist doch schmutzig. Machen wir das gleich noch, dann können wir die eigentlich auch noch ablegen. Trank des Verderbens. Ratei lese ich jetzt nicht, eher was uns irgendwie voranbringen kann, irgendeine Fertigkeit. Marathon zum Beispiel. Ein Fertigkeitenbuch über Vitalität. Nach Stufe 5, die Stufe 20 haben wir schon. Und geht mehr? Jetzt gucke ich mal direkt. Spieler? Vitalität. Wegen gesunder Ernährung, ne? Sind wir da jetzt besser? Sporen. Reiten. Blumenkind ist es nicht. Gesunde Ernährung. Ein Punkt auf Vitalität. Frisch gewaschen dann wohl. Ist gerade aktiv. Charisma, nicht Vitalität. Blumenkind, Charisma. Hä, was gibt uns noch einen weiteren Vitalitätspunkt? Seltsam. Gesunde Ernährung. Ja, selbst ein Punkt auf Vitalität und Agilität. Vitalität. Bonus Charisma. Blumenkind, Charisma. Komisch. Dann können wir auf jeden Fall noch voranschreiten. Vitalität 16. Agilität gucke ich gerade. Plus 2 Punkte, aber woher kommen die? Müsste doch aber hiermit angezeigt werden, wenn wir noch so eine Verbesserung, so ein Futter haben. Aber gut, ist noch nicht auf Anschlag, ist noch nicht auf 20, von Haus aus auf 20. Da gucken wir mal, ob sich bei der Stärke in ein paar Kämpfen was verändert. Womöglich ist bei Stufe 20 einfach Schluss aus die Maus. Ich wollte lesen. Naja, wieder der Mist da drüber. Ich wollte zumindest das lesen, na egal. Oder da könnte man ja schon fast schlafen gehen. Vor 19 Uhr vom Sandmann, ja. Ich weiß schon gar nicht mehr, wann ich mal um 21 Uhr oder davor lesen verbessert. Wann ich da ins Bett bin, um 18 Uhr, das ist bestimmt Kleinkindalter.
Nein, Ratai, wir hatten doch noch was. König von Sigismund von Ungarn, wir hatten doch hier. Grundlagen des Reitens, dann lieber die Kräuter. Stufe, oh, 15, das wird noch nichts. Kräuterkunde. Die 10. Hier oben war nichts weiter. Speisen des Herkules 2. Über Stärke, haha, Fortschritt. Das ist ganz gut, dann können wir direkt mal schauen, ob sich da irgendwas verbessert. Heinrich, warum stehst du jetzt wieder auf? Das war schon in U-Schätze so. Zwei Bücher hintereinander will er nicht lesen, will er uns damit sagen. Jetzt kommen wir auf den Platz von Theresa, ja. Dann kann ich nochmal kurz bei dem anderen Buch vorbeischauen, was da drin stand. Beim Vorwort. Hier ist kürzer. Hm? Ratai hat noch ein Sternchen hier, Marathon. Da steht's. Wenn du nicht mehr kannst, fordere dich noch härter. Was soll schon passieren? Im schlimmsten Fall brichst du dort an der Ziellinie zusammen. Alles klar. Nein, ach, das ist nicht mal nach dem Lesen, sondern bloß nach dem nächsten Buch angucken. Ist das doof. So, da steht's, die Speisen des Herkules. Nemesha Löwe in Sahnesoße. Aromatischer Eber in Wein geschmort und andere feine Delikatessen. Ich bleib lieber bei Standardsachen. Nudeln. Lecker. Gab's schon zu der Zeit Nudeln? Ist man da schon auf den Trichter gekommen? Keine Ahnung, wann die erste Nudel erfunden wurde. 1404? Müsste ich mal nachschauen. Stärke verbessert, jetzt bin ich gespannt. Ja, verbessert aber nicht wirklich. Nee, Stufe 20 ist Schluss. Zu spät gelesen, das Buch. Wir hätten schon eher Maximalstufe erreichen können. Na gut. Und um die Uhrzeit schwänzeln die noch herum. Die sind doch lebensmüde. Andere gehen um 21 Uhr schlafen. Ich würde sagen, wir gehen am nächsten Tag, morgen, jetzt ist morgen, gehen wir einfach mal nach Vranik auskundschaften. Was anderes bleibt uns ja gar nicht übrig. Schlösser knacken, na, da müssen wir noch was dazu lernen, aber ich überlege gerade, ob ich vielleicht nochmal hinten beim Gerber hier in Ratai ein Stück weitergehe zum Henker, da gibt es ja noch eine, na, die Truhe war ja auch sehr schwer, ne? Oder schwer. Oh nein, es regnet wieder. Theresa, was machst du? Dann gebe ich aber nochmal kurz die Bücher ab. Du kannst weg. Hat noch ein Sternchen dran. Ah, der Klosteralltag behalte ich noch. Es wiegt immerhin nichts. Vielleicht brauchen wir das Ding nochmal, wenn wir da nochmal selbst so rein wollen. Um zu gucken, ob Nevlas vorangekommen ist. Mit dem Stibor und dem Johann. Zwei Verpönte und drei Würfel für ungerade Zahlen. Die drei könnten wir mal einsetzen. Wir gehen jetzt erstmal zum Badehaus und das Ganze machen. Ein bisschen frische Luft reinlassen. Ha. Jetzt geht's los. Ja. Bei dem Wetter baden, eventuell gar nicht trocken, oder? Wir werden gleich wieder nass. Aber sie steht draußen. Sie kennt kein Wetter. Sie kennt nur das Geschäft. Aha. Ich möchte meine... Wie du willst. Das ist mir zu toll. Und wie viel... Da, bitteschön, hast du. Du wirst es nicht bereuen, das verspreche ich dir.
Ich würde mir wünschen, für die, die ganz viel Kohle haben, dass man noch eine Option hier ganz am Anfang vom auf Feilschen gehen noch hat, mir zu maximal Geld geben. Dann spare ich mir nämlich ein paar Sekunden, wenn ich nämlich meinen Ruf verbessern möchte. Ja. Ja. Questlog. Also, die Würfel sind gefallen. Geh nach Vranik und finde heraus, wie viele Männer dort sind und was sie vorhaben. Wir können ja einfach reinspazieren, wir haben ja Erkennungsmerkmal. Der verpönte Würfel nehme ich, ne? Questlog ein aus. Zeit vorüber, Treffpunkt entfachte, Treffpunkt Feuer. Nicht nach Plan. So, ich erklärte den Herrn Ratzig und Harnusch in der oberen Burg von Ratai die Lage. Keinem von beiden gefiel es, dass die Festung der Briganten so nahe liegt. Sie beschlossen, sich umgehend der Banditen anzunehmen, doch zuvor muss jemand das Lager auskundschaften. Ich habe da irgendwie was mit zugelesen, deswegen diese Betonung auskundschaften. Um mehr über ihre Stärke und ihre Pläne in Erfahrung zu bringen. Jemand, das bin natürlich ich. Der einzige Weg zum Brigantenlager bei Vranik führt von Ledetschko aus dorthin. Von der Ostflanke des Hügels kommend, so oder so, ich muss nun dorthin. Ich muss nun dort hinein. Dorthin. Ach, dann geht's hier gar nicht durch. Von Ledetschko aus gehen ja sonst immer diesen Weg hier an diesem Lager vorbei. Wenn wir rauskommen, müssen wir halt das Stück hoch und dann gleich... Nee. Müssen wir gar nicht. Hier geht's ja bloß außen rum. Wir gehen doch übers Wasser und dann biegen wir links ab. Wir waren zwar schon mal hier, aber da habe ich das Spiel nochmal neu geladen. Weil dieser, ich glaube, nach oben Bug war, ne? Nach oben guck Bug. Ja. Ja, bestätigt's uns. Er bestätigt uns. Schwein kreuzt die Fahrbahn. Puh, es sagt gar nichts. Schwein gehabt. Rätselständer, bist du da? Nein. Ritter, bist du da? Kommt gleich der kleine Wald. Hier kommt er. Habe ich gar nicht mehr gesehen. Nee, nie wieder. Wer weiß, ob er noch lebt? War das Ulrich? Nee, oder? Was ist eigentlich mit Ulrich passiert? Wir haben seine Leiche damals nicht gefunden. Aber so genau haben wir uns auch gar nicht in der Höhle umgeschaut. Ist er da reingerannt? Wir haben ja den Herrn Jeschek von Ronau dann festgenommen, beziehungsweise überredet, einen Deal einzugehen. Gut. Gucken, ob hier wieder böse Buben umherstreifen. Komisch, gerade hier im Wald hört man den Regen nicht so stark. Dabei müsste der auf die Blätter plätschernde Regen besonders Lärm machen. Ja! Ich habe meinen Helm gar nicht auf. Keiner hier draußen. Gut, dass ich gerade an den Hemd denke. Oh, bei voller Fahrt ins Inventar gegangen. Wollte ich ja eigentlich sein lassen. Oh, die Halskette habe ich noch hier. Ja. Na, hoffentlich werden wir nicht bewusstlos geschlagen und die nimmt uns jemand ab. Ich meine, wir haben zwar eh Geld, aber schade wäre es trotzdem drum, den blöden Hanseln da einfach so was Wertvolles zu schenken. Kein Barfußmann hier, kein Söldner. So, ihr müsst gleich nach links hochgehen. Ja. Hier hinten waren wir auch noch nicht. Diesen Weg sind wir noch nicht gegangen. Geht etwas bergauf. Vielleicht kommen wir da raus, wo wir schon mal waren, wo wir auf Vranik gestoßen sind, als ich hinten bei den Holzfällern rüber bin.
Ja. Das lasse ich mir nicht entgehen, vielleicht ist da eine dicke Kette drin. Schnellreiseort wieder entdeckt. Wobei, gibt es einen hier unten und einen oben? Ich wüsste es gerade nicht. Ja, ist weit oben. Nicht wegrennen. Pfeil. Und Dietrich. Ah, Regen zieht wohl gerade von dann. Ja. Das könnte es sein. Oh. Als wir hier waren, war hier noch mehr Holz. Jetzt frage ich mich, wurde das mit einem Update verändert, oder? Haben die das... Na, die haben das selbst verändert. Ich glaube, als wir ausgelöst haben, als wir von Vranik gehört haben, hat sich einfach die Landschaft verändert, weil, ja, damals war noch alles leer und mittlerweile haben die sich hier eingefunden. Die Presser. Aber zum Glück kennen wir Vranik schon, als hier noch Bäume standen und als es noch komplett heruntergekommen war. Das wird jetzt interessant zu sehen sein. Was haben die getan? Hoi. Ah, so viel abgeholzt in so kurzer Zeit? Oh. Das ist ja interessant. Da wird schon das Finale eingeleitet. Ich hätte gedacht, hier kommen noch... Ja, jetzt ist das nicht die letzte Mission ist. Wir kundschaften aus, rennen dann in der Zwischensequenz rüber und kommen dann nochmal hierher und dann ist das Finale, oder wie darf ich das gerade verstehen? Also mit dem Finale hätte ich jetzt hier nicht direkt gerechnet. Aber wir haben ja gerade nichts Großes am Laufen. Ich deaktiviere die mal, die läuft gerade nicht. Fundsachen läuft eh nicht. Command können wir auch später plündern. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass diese Quest dann beendet wird. Warum? Die haben wir schon so lange, die ist schon so lange angerissen. Die ist nicht zeitlich begrenzt. Ich glaube, da wird uns einfach darauf hinweisen, zeitlich begrenzte Quests werden dann abgebrochen. Irgendwie sowas. Aber interessant, dann ist das jetzt schon fast das Finale. Auskundschaften, berichten, vorbereiten, letzter Angriff und dann Feierabend. So ganz schnell gesagt. Die haben das wirklich wieder in Stand gesetzt. Ich hätte vielleicht mal vorher speichern sollen. Na gut, ich habe ja in Ratai geschlafen. Das ist auch speichern. Müsste ich halt wieder hier hochlatschen. Was willst du? Rein, wo bekommst du eigentlich her? Gut, wir wissen ja schon, wir sind ja einer, der hier anheuern will. Wir wissen ja, was ist. Warum fragen wir dann noch so nach? Ich will rein. Was macht ihr hier? Das könnte wie ein Spitzel klingen. Ich sag mal, ich will rein. Lass mich rein. Rein, ja? Und wie lautet die Losung? Verpönter Würfel. Der Bandit hat 329. Spitze. Bitte? Keine Ahnung. Öffne das Tor. Ich bringe wichtige Kunde. Weißt du, mit wem du da sprichst? Jemanden von Herrn Ratzig. Ja, hätten wir den nicht gefunden, könnten wir den gerade nicht vorzeigen. Aber hätten wir den nicht gefunden, würden wir womöglich gar nicht weiterkommen. Wir haben ja, nachdem wir den Würfel gefunden haben, beim Wirt in Sarsau nachgefragt und haben hier den Tipp Vranik bekommen. Hätten wir es auch ohne Würfel gekonnt? Ich zeige ihn einfach. Ein Spiel gefällig? Zeig her. Ah, na gut. Willkommen in Vranik, Kamerad. Danke für die freundliche Begrüßung, Kamerad. Bei wem soll ich mich melden? Erik. Er sollte im Haus ganz oben sein. Bin echt mal gespannt, ob der Bischik hier ist. Kundschafte das Lager und die Männer aus. Melde dich im Lager bei Erik. Bist du Erik? Nein, du bist ein Bandit. Wir sind mit Abstand der am besten Ausgerüstete hier. Bin mal gespannt, wie die Chefs aussehen.
Aber die haben ja wirklich wieder alles, haben ja wieder Leben eingehaucht. Interessant. Zum Glück waren wir schon mal hier. Gefällt mir. Aber wir schauen uns dieses Lager Vranik in der nächsten Folge an. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.